Ja, sehr geehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Obwohl ich in den heutigen Abend einleiten darf und als Erster sprechen darf, bekenne ich gleich zum Einstieg, von Fußball und Sport verstehe ich eigentlich gar nicht so viel. Viel weniger jedenfalls als die, die hier gleich miteinander und mit uns über Politik im Sport diskutieren werden. Ich kann mich also ganz naiv an das Thema herantasten, indem ich behaupte, idealerweise sollte der Sport unparteiisch sein, fair und neutral, vielleicht sogar unpolitisch und eben gerade auf diese Weise zur Verständigung zwischen Nationen und Völkern beitragen. Schon klar, das ist jetzt mit voller Absicht naiv formuliert. Der unpolitische Sport ist ein Mythos und womöglich ist er schon immer ein Mythos gewesen. Ein Beispiel, an das Sie sich alle erinnern und man könnte ja viele weitere Belege anführen. Bei der EM 2021 wollte die Stadt München gegen die weithin als schwulenfeindlich kritisierte Gesetzgebung in Ungarn protestieren, indem sie das Münchner Stadion in Regenbogenfarben tauchen wollte. Der Europäische Fußballverband aber untersagte die Aktion. Man sah die im eigenen Statut festgeschriebene Neutralität gefährdet. Tagelang beherrschte die Debatte die Schlagzeilen. Und gerade sportliche Großveranstaltungen werden von Staaten, Regimen, Diktaturen und diversen politischen Akteuren zur Selbstdarstellung, zur Propaganda oder für politische Botschaften eingesetzt. Die Austragungsorte sind dementsprechend häufig umstritten. Im Vorfeld der WM in Katar wird der Gastgeber in den westlichen Ländern heftig kritisiert und mitunter natürlich, wie ich meine, völlig zu Recht, und sind Boykottforderungen laut geworden. Politiker künden an, nicht hinzufahren. Kneipen und Gasthäuser wie in Nordrhein-Westfalen lassen ihre Gäste wissen, dass sie die WM diesmal nicht zeigen werden. Wir wollen die Aufmerksamkeit um die WM heute nutzen, um Fragen zu diskutieren. Wie viel Politik gehört zum Sport? Kann man von Vereinen, gar einzelnen Sportlern erwarten, sich politisch zu positionieren? Und wie sieht das dann sinnvollerweise aus? Überhaupt, wie ist denn nun die Lage im Gastgeberland Katar? Woran entzündet sich die Kritik? Mein Name ist André Postert, ich bin Historiker und Referent für politische Bildung und darf Sie im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung herzlich begrüßen. Ich freue mich und bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich, dass die Idee für den heutigen Abend beim Greifswalder FC sofort so viel Anklang gefunden hat. Das ist, kann ich sagen, in Anbetracht der Unwägbarkeiten solcher Themen durchaus etwas ganz Besonderes. Die Diskutanten am Tisch vorstellen und das Gespräch lenken wird gleich Ronny Blaschke neben mir. Sie kennen ihn vielleicht schon aus Rundfunk und Presse. Er ist Journalist, berichtet unter anderem für Deutschlandfunk und Süddeutsche. Zudem ist er fleißiger Buchautor. Zuletzt hat er das Buch Machtspieler – Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution veröffentlicht. Außerdem ist er, eben wie heute Abend, viel unterwegs in der politischen Bildung. Ihnen und uns wünsche ich eine spannende Diskussion, viel Vergnügen und Erkenntnis. Herzlichen Dank. Ja, Herr Gutmann, Herr Jaab, Herr Postert, herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Ich umso mehr, weil ich in Rostock aufgewachsen bin und relativ selten solche Termine in Mecklenburg-Vorpommern habe. Umso schöner, dass wir in Greifswald sind und ideal auch die Zusammensetzung, dass ein Fußballclub Interesse zeigt, seine Mitgliedschaft einlädt, gemeinsam mit der politischen Bildung über dieses vermutlich umstrittenste Fußballturnier der Geschichte zu sprechen. In Katar gibt es keine freien Wahlen, kein freies Parlament, keine Religionsfreiheit. Homosexuelle müssen mit Verfolgung rechnen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Volkswagen zum Beispiel gehört zu einem großen Teil Katar. Viele deutsche Firmen haben gutes Geld damit verdient, die neue Skyline zu bauen oder die Metro in Katar zu bauen. Also ganz so einfach ist es nicht. Wir wollen Ihnen Informationen an die Hand geben. Vielleicht am Ende der Veranstaltung fühlen Sie sich ein bisschen sicherer im Umgang mit Ihrer Fernbedienung, wenn es am 20. November losgeht. Vielleicht halten Sie einen Boykott durch. Wenn die deutsche Mannschaft erfolgreich spielen sollte, vielleicht auch nicht. Sie sollten sich auf keinen Fall schlecht dabei fühlen. Aber wir sind natürlich gespannt auf Ihre Meinung, auf Ihre Fragen. Machen hier kurz den Anfang und gehen aber relativ schnell ins Publikum. Drei wunderbare Gäste und ich möchte sie vorstellen von links nach rechts. Es gibt ein ganz tolles Magazin, das sich mit dem Nahen Osten und mit Nordafrika beschäftigt, mit der arabischen Welt. Zenit heißt das. Sitzt in Berlin
Unser Gast hier ist einer der prägenden Köpfe dieses Magazins und er hat gemeinsam mit dem Kollegen Robert Chatterjee ein Buch veröffentlicht. So eine WM gab es noch nie. Damit ist er auf Tour, ist, glaube ich, gefühlte 18 Stunden aus Köln angereist heute. Nein, es waren nur 9. Er hatte die längste Anreise gehabt. Gestern in Köln, heute in Greifswald. Willkommen, Leo Wigger. Dankeschön. Einen Weltmeister auf die Welt gebracht, sondern er ist hier wahrscheinlich die personifizierte Fußballgestalt in Greifswald, in vielen Funktionen für ihren Club tätig gewesen. Und wir sind gespannt, was er von dieser Weltmeisterschaft hält, aber auch, wie vielleicht ein Club, der ja durchaus erfolgreich ist, der in der Stadtgesellschaft eine neue Rolle findet, ob vielleicht auch ja, in der vierten Liga so diese Mechanismen der Kommerzialisierung allmählich auf ihren Club zusteuern. Das wollen wir heute diskutieren. Willkommen, Roland Kroos. Und das Thema Nachhaltigkeit, das kennen Sie auch. Das ist ein Thema, was uns in den kommenden Jahren, Jahrzehnten begleiten wird und das auch beim Greifswalder FC eine Rolle spielt. Spielerin, Trainerin beim Greifswalder SC, aber auch Nachhaltigkeitsbeauftragte beim Club und auch im Beruf kümmern Sie sich um solche Fragen. Wie kann ein Sportverein, ein Fußballclub über das Sportliche hinaus Themen angehen? Das wollen wir mit ihr diskutieren. Schön, dass Sie da sind. Madeleine Burmeister. Aber lassen Sie uns vom großen Ganzen vielleicht dann auf die lokale Ebene kommen. Zunächst mal die Weltmeisterschaft in Katar. Und da haben Sie sicherlich viele Artikel, Dokumentationen gehört über die Arbeitsmigranten. Das Land hat weniger als 3 Millionen Einwohner und von denen auch nur 300.000 katarische Staatsbürger. Es gibt also fast so viele Katarer wie Rostocker, also relativ wenig. Und den Arbeitsmigranten geht's nicht so gut. Die wurden systematisch ausgebeutet über die Jahre, haben die 8 Stadien gebaut. Leo Wigger, es sind ja viele Reformen offenbar auf dem Papier angestoßen worden. Aber erzähl uns mal, kann man diesen Reformen glauben? Ist die WM so, dass sie den Menschen eher hilft oder ist das nur eine große Fassade? Ja, Ronny, das ist tatsächlich für mich eine der entscheidenden Fragen bei der WM jetzt. Und ich glaube, wir können das noch gar nicht seriös sagen, was da am Ende das Ergebnis ist. Also was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass es sehr viele Reformen gegeben hat. Es ist ein Mindestlohn erhöht worden. Der liegt jetzt bei ungefähr 250 Euro umgerechnet. Da muss man allerdings sagen, dass in Katar normalerweise Kost und Logis mit drin sind. Das heißt, das ist quasi netto. 250 Euro ist was oft in der Debatte ein bisschen verloren geht. Also klar, das ist natürlich nicht viel. Ich finde, niemand auf der Welt hat es verdient, von 250 Euro im Monat zu leben. Aber man muss die Zahl ein bisschen vielleicht anders kontextualisieren, als das manchmal der Fall ist. Und es gibt eben dieses Kafala-System. Ich weiß nicht, das hat jetzt, glaube ich, jeder so mal gehört, was das ist. Muss sagen, das ist ein System, eine Vormundschaft, dass quasi alle Leute, die nach Katar kommen und dort arbeiten, einen Sponsor benötigen. Und dieser Sponsor konnte in der Vergangenheit über fast alles bestimmen, also alle Entscheidungen blockieren. Und das ist natürlich etwas, was Missbrauch total vereinfacht. Also wenn die Person quasi alles entscheiden kann über die Gastarbeiter, die gesponsert werden. Das ist, da ist Tor und Tür für Missbrauch geöffnet. Muss allerdings sagen, dass dieses System auch eins ist, was es nicht nur in Katar gibt, sondern in der gesamten Region, auch in den Emiraten, in Saudi-Arabien, in Jordanien und so weiter. Und Katar hat das jetzt, sie sagen, sie haben es abgeschafft. Das stimmt jetzt nicht, das kann man, glaube ich, nicht sagen, dass sie das gemacht haben. Aber sie haben es so reformiert, dass zumindest der Berufswechsel möglich ist auf dem Papier ohne die Zustimmung des Kafils, des Sponsors. Und das ist in der Dynamik, in dieser Missbrauchsdynamik, die es vorher gegeben hat, erstmal ein Riesenfortschritt, ist aber natürlich die Frage, inwieweit das in der Realität dann auch wirklich der Fall ist. Wenn wir die früheren Weltmeisterschaften in Erinnerung rufen, Deutschland 2006 ist schon ein bisschen her, dann Südafrika, dann Brasilien, dann Russland, große Fußballländer, die auch immer gesagt haben, die WM soll Menschen zusammenbringen, das soll ein Symbol für unsere Bevölkerung sein.
Katar hat so eine kleine Bevölkerung, die sind wegen Erdgas alle auf Lebenszeit wohlhabend und reich. Ich glaube, jeder fünfte Katarer ist Millionär. Die brauchen theoretisch diese Weltmeisterschaft ja nicht, um Werbung zu machen. Warum braucht dieses kleine Land, warum will dieses kleine Land das größte Sportspektakel der Welt? Ja, also das ist, ich glaube, um das zu erklären, muss man ein bisschen um die Ecke anfangen, und zwar bei Game of Thrones. Also der Sendung, wo quasi unterschiedliche Königshäuser eine enge Rivalität pflegen und sich irgendwie nichts gönnen. Und so ein bisschen eine ähnliche Dynamik kann man auch in den Golfstaaten sehen. Es ist ja eben nicht nur Katar, was so magisch so reich geworden ist durch Öl und Gas, sondern es sind auch die Emirate, Bahrain und so weiter. Die werden alle von Familien regiert, die schon seit langer Zeit dort an der Macht sind, die sich jahrhundertelang schon kennen und sich immer wieder kleine Scharmützel liefern. Und dort ist in dieser Regionaldynamik tatsächlich Katar, was früher eher arm war, auch im regionalen Vergleich, so ein bisschen der neue Empörkömmling, der auf einmal sehr reich geworden ist und sehr massiv auf die Weltbühne gekommen ist und deswegen in der Region relativ unbeliebt ist. Also auch die Emirate oder insbesondere Saudi-Arabien betrachten das, was in Katar los ist, immer wieder mit Argwohn. Und deswegen ist, da kommt jetzt die WM ins Spiel, hat die katarische oder der Emir von Katar eine Strategie quasi entwickelt, sich mit allen zu reden und überall auf der Weltbühne mitzumischen, wo es geht, und sich dadurch unverzichtbar zu machen. Sowohl im Handel als auch im Sport, als auch als Verhandlungspartner zum Beispiel mit den Taliban und allen anderen irgendwie, was überall wo auf der Welt irgendwelche großen Konflikte sind katarische Diplomaten eigentlich schon da. Diese Taktik dahinter ist tatsächlich quasi eine Machtversicherung für den Emir von Katar. Das würde ich sagen, ist die Strategie dahinter. Wir sprechen gleich nochmal darüber, was Deutschland damit eigentlich zu tun hat. Der Bundeskanzler war ja gerade wieder da. Herr Kroos, jetzt würde ich gerne nochmal fragen, Ihr Sohn ist in Brasilien Weltmeister geworden. Es gibt kein Land, was man so sehr mit Fußball assoziiert, wahrscheinlich wie Brasilien. Wenn Sie jetzt über die Jahre, und die WM wurde ja schon vor 12 Jahren nach Katar vergeben, wenn Sie an Katar denken, wenn Sie das sehen, wie finden Sie das, dass diese Weltmeisterschaft jetzt dort stattfindet? Ja, erstmal war ich sehr erstaunt, dass die WM überhaupt da stattfindet. Aber wer sich auch ein bisschen auskennt, ist das wirklich ein Haufen Politik, auch im Fußball, was auch die Vergabe betrifft. Und wie das jetzt alles zustande gekommen ist, da stecke ich nicht so drin. Aber letztendlich ist es sehr, sehr fragwürdig, dass sie überhaupt dort stattfindet. Der Vorredner hat es ja schon gesagt, wenn man das so ein bisschen betrachtet, auch was Menschenrechte angeht, Arbeitsbedingungen, Frauenrechte, dann ist das schon sehr, sehr zweifelhaft. Und ich denke mal auch, dass das einen politischen, aber auch einen finanziellen Hintergrund hat. Und wenn wir jetzt schon seit langem ja hören, die Spieler sollen dort protestieren oder sie sollen sich mit Arbeitern zeigen und gleichzeitig haben sie ja gute Sponsoren und kriegen ihr Geld ja auch darüber. Was dürfen wir eigentlich von den Fußballern, von diesen jungen Männern dort verlangen? Sind das Botschafter der Bundesrepublik? Müssen wir die genauso wie Politiker messen oder sollen die Fußball spielen und das den anderen überlassen? Was würden Sie sagen? Ja, ich glaube, das ist schwierig. Letztendlich, was kann ein Spieler selbst nachher am Ende machen? Ja, das sicherlich werden viele Spieler auch als Botschafter dort gesehen. Jeder hat auch seine Meinung und ich denke mal, da sind wir uns auch einig, dass viele Spieler oder die deutschen Spieler auf jeden Fall diese WM selbst so betrachten, was passiert hier überhaupt? Und hauptsächlich sind sie aber da, um Fußball zu spielen, was nicht heißt, dass man auch offen seine Meinung sagt, dass man auch dazu steht, dass man dagegen ist, was in Katar passiert. Und dementsprechend, glaube ich, wird auch das Auftreten sein. Ich weiß jetzt nicht, was für Möglichkeiten einzelne Spieler überhaupt haben. Oftmals bei so einer WM werden gewisse Veranstaltungen auch durchgeführt, um dort auch seine Meinung kundzutun. Aber letztendlich ist da auch hauptsächlich die Politik oder eben der gesamte DFB gefordert, um dort dementsprechend aufzutreten, um auch zu zeigen, dass da, was da in Katar passiert im Vorfeld, auch nicht das ist, was wir kennen, was wir schätzen, die Demokratie, dass wir dementsprechend da auch auftreten werden. Können Sie uns verraten, wie Ihr Sohn das findet oder
ist er da ein bisschen, freut er sich. Man hat, er ist Weltmeister geworden, dann hat er in Russland, gut, das lag nicht an ihm, es lag auch an anderen Spielern, aber jetzt Katar, hoffentlich nicht die letzte WM, vielleicht schon. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Freut er sich auf diese WM? Ja, er ist ja nur Zuschauer. Erstmal freut er sich, dass er jetzt Urlaub hat. Das ist er ja auch nicht so gewohnt. Ist ja viel unterwegs. Mittwoch, Samstag, die Spiele gerade jetzt vor dieser WM. Aber er sagt auch, letztendlich freut er sich trotzdem, die Spiele zu sehen. Selbst Katar, das sieht er auch mit gemischten Gefühlen, sagt er selbst auch, wenn man weiß, als Familienvater, wie gesagt, was dort vor sich geht. Ich spreche mal einfach nur, wenn man verheiratet ist, die Frauenrechte, da ist ja auch letztendlich immer ein Vormund da. Ist nicht nur so eine Wirtschaft, dass die Frauen letztendlich dort gar nichts entscheiden dürfen, ohne ja die Genehmigung des Vormundes zu haben, sei es wenn es um Kinder geht, ja, da ist, wie gesagt, vieles im Argen. Und ja, deswegen sieht er das eigentlich auch. Ich habe ihn jetzt gerade in Leipzig gesehen beim Champions-League-Spiel mit einem absoluten Zwiespalt. Und ja, ich denke mal, so geht es vielen von uns. Frau Burmeister, Sie kümmern sich um Nachhaltigkeit. Sie waren Spielerin, dann Trainerin, also Sie sind tief im Fußball dabei. Wie, vielleicht am Anfang, wie ist Ihr Blick auf diese Weltmeisterschaft? Führen diese Diskussionen vielleicht dazu, dass man den Fußball ein bisschen weniger schätzt, oder zieht man sich in die eigene Nische zurück? Also was macht diese Weltmeisterschaft mit dem eigenen Fußballbewusstsein bei Ihnen? Ja, finde ich auch schwierig. Also ich habe mich auch im Vorfeld dieser Veranstaltung ein bisschen noch mehr mit Katar beschäftigt, und da ist mir schon das ein oder andere Mal so unterkommen, dachte ich so, oh, okay, das ist mein Fußball, so, das ist mein DFB, das ist meine Mannschaft. Klar, weil wenn man aufwächst mit dem ganzen Fußball, mit der Nationalmannschaft, mit hier Verein, man tritt selbst ein, man denkt daran nicht so wirklich. Nur man spielt Fußball als kleines Kind, und dann wird man halt groß hier in seiner Bubble so ein bisschen und hat damit gar nicht so viel Kontakt. Dementsprechend finde ich sehr gut, dass wir jetzt dann endlich mal darüber reden und dass solche Themen, eben auch politische Themen, da im Fußball einfach eine Rolle spielen und dass wir solche Diskussionsabende wie heute haben oder aber auch auf größeren Bühnen das immer mal wieder anstoßen. Das finde ich wichtig, und ja, es macht mir zum Teil Bauchgrummeln, definitiv. Wir hatten jetzt eine sehr spannende Europameisterschaft in England, und die nächste Weltmeisterschaft der Frauen, also ich rede jetzt von der EM der Frauen, die nächste Weltmeisterschaft der Frauen findet in Australien und Neuseeland statt. Das sind ja eigentlich alles lupenreine Demokratien. Machen es die Frauen da ein bisschen besser, oder ist das noch nicht so leicht vermarktbar, das Potenzial, weil eine Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien oder Marokko eher schwierig sich vorzustellen, oder? Ja, ich denke schon, dass es noch nicht so stark vermarktbar ist. Also da ist echt sicherlich die Frage, wie es in den nächsten 10 Jahren damit aussieht, weil der Frauenfußball ja immer mehr an Popularität gewinnt und da auch immer mehr Sponsoren, Investment, Geld die ganze Sache mit begleitet. Und da müssen wir mal sehen, wie es die nächsten Jahrzehnte dann vonstatten geht. Aber ich denke mal hier, wir schauen alle WM-Spiele, oder ist jemand dabei, der nicht? Schauen Sie auch? Ja, doch, ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher. Also bisher habe ich immer gesagt, ich will auf jeden Fall gucken. Ich werde mal dann Abend noch abwarten und noch mal ein paar Details, und dann werde ich mich da vielleicht noch mal umentscheiden. Ich weiß es noch nicht ganz. Wir machen mal einen kurzen Test. Wer hat entschieden, die WM auf keinen Fall zu gucken? Bitte mal Hand heben. 3. Okay, vielleicht überzeugen wir Sie noch, vielleicht müssen wir es gar nicht. Leo Wigger, ich frage jetzt vor diesem Aspekt. Erzähl uns mal, wie sehr die deutsche Wirtschaft schon mit der katarischen Wirtschaft verflochten ist. Der Bundeskanzler war vor kurzem da, der Wirtschaftsminister war vor kurzem da. Berühmt ist das Foto, wo er sich verbeugt. In 2 Jahren spätestens kommt nicht mehr russisches Gas in ihre Heizung, sondern vielleicht katarisches Gas, damit es nicht kalt wird. Aber darüber hinaus, wie ist Deutschland mit Katar schon auch jenseits der WM verschmolzen? Ja, relativ massiv, weil Deutschland aus katarischer Sicht ein wichtiger Markt war, um eben durch die Beteiligung in großen Wirtschaftsunternehmen so diese Abhängigkeit, diese gegenseitige Abhängigkeit zu verstärken, dass man quasi als Land ein so wichtiger Partner ist, dass das System in Katar dadurch gesichert wird. Und deswegen hat Katar nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland an vielen großen Unternehmen Anteile erworben. Zum Beispiel Hapag-Lloyd, ich bin Hamburger, wichtiges Unternehmen dort, an Volkswagen, ich glaube sogar 11%. Ist eine lange Liste, die immer weitergeht, auch gerade im Bereich der Bauunternehmen zum Beispiel, also Hochtief zum Beispiel.
wurde letztendlich durch katarisches Geld gerettet vor der Insolvenz. Das ist auch wichtig. Man muss auch sagen, das gehört dann natürlich auch dazu zum Bild, dass katarische Investitionen in der deutschen Wirtschaft eher zu den beliebteren ausländischen Direktinvestitionen oder Beteiligungen zählen. Warum? Weil jetzt anders als zum Beispiel bei chinesischen oder auch russischen Beteiligungen so die Gefahr, dass es da zu einem Klau von Ideen kommt, eher als gering eingeschätzt wird. Und auf der anderen Seite, dass natürlich da auch weniger als weil Katar so ein kleines Land ist, jetzt die systemische Konkurrenz vielleicht weniger groß ist als jetzt mit China oder mit Russland beispielsweise. Und zusätzlich haben sich die Kataris auch schon als relativ langfristig orientierte, relativ verlässliche Investoren bewiesen. Also das wäre jetzt so ein Blick aus der Wirtschaft, gehört, glaube ich, auch zum Gesamtbild. Und deutsche Unternehmen, die in Katar, wer verdient da sein Geld? Ja, also da waren auch einige Unternehmen, Siemens, Deutsche Bahn und so weiter, beteiligt an den zahlreichen Infrastrukturprojekten, die jetzt in Katar im Vorfeld der WM umgesetzt wurden und auch weitergehen. Man muss allerdings auch sagen, dass es da in den letzten Jahren ein bisschen eine Delle gegeben hat. Also einige Unternehmen aus Deutschland sind da rausgeflogen. Woran das liegt, kann man nicht so genau sagen, aber Frankreich zum Beispiel war da eher hinterher. Macron hat sich auch sehr stark gemacht dafür, dass es katarisch-französische Investitionen gegeben hat. Ich muss auch sagen, dass die katarischen Investitionen in Frankreich noch mal stärker sind als in Deutschland. Auch Paris Saint-Germain beispielsweise als Club ist ja auch in katarischer Hand. Louis Vuitton und so weiter, da gibt es einige Verknüpfungen. Und da haben die Franzosen den Deutschen so ein bisschen den Rang abgelaufen. Der FC Bayern soll ja von Qatar Airways jährlich ungefähr 20 Millionen Euro erhalten. Das ist viel Geld, aber Peanuts im Vergleich dazu, dass Katar mehr als 300 Milliarden in westlichen Märkten investiert hat. 300 Milliarden. Krasse Dimension, soweit ist es im deutschen Fußball noch nicht. Aber auch in Greifswald geht's ohne Sponsoren natürlich auch nicht. Und der Club ist so gut wie nie und ist auf Sponsoren angewiesen. Herr Groß, Sie sind lange im Geschäft dabei. Spürt man, dass Sponsoren, Geld, Finanzen waren immer wichtig? Aber ist es jetzt irgendwie anders, um auch in der Regionalliga mitzuhalten? Muss man vielleicht mehr seine Ideale verkaufen oder können Sie immer sich noch treu bleiben wie früher? Ja, das versucht man natürlich immer, dass man letztendlich, wir wollen Greifswalder FC bleiben, aber ich sage es auch ganz klar, ohne Investoren geht's auch nicht. Das entscheidet doch schon, in welcher Liga man spielt. Das Beispiel Bayern ist eigentlich auch wirklich ein gutes Beispiel. Wenn wir jetzt den deutschen Fußball mal vergleichen, international, dass die Engländer uns, außer Bayern München vielleicht, wirklich den Rang abgelaufen haben, weil ohne große Investoren wird man absoluten Spitzenfußball dann nachher auch vielleicht nicht mehr sehen. Darum ist die deutsche Bundesliga auch nicht mehr die stärkste Liga, sondern es ist unwahrscheinlich abhängig auch von den finanziellen Unterstützungen. Genauso ist es letztendlich auch beim Greifswalder FC. Umso höher man kommt, umso mehr Geld braucht man. Und dann wollen wir trotzdem sehen, dass es nachhaltig ist, dass es trotzdem auch mit weniger Geld, mit guter Arbeit möglich ist, ein gewisses Niveau zu erreichen, aber absolute Weltspitze ist ohne Top-Investoren natürlich auch sehr, sehr schwierig. Aber vielleicht erzählen Sie uns mal, was so, also ich bin ja nicht von hier, Leo auch nicht, was so im Hintergrund passiert, vor und nach so einem Aufstieg. Da kommen vielleicht Interessenten, die wollen hier mitspielen und Greifswald ist eine tolle Stadt, Studierende, blühendes Leben. Und wen akzeptiert man da oder sind das alles, guckt man da, wo kriegt der Sponsor das Geld her? Erzählen Sie uns mal so, ich weiß, Sie sind alle von hier, muss man das vielleicht, aber ruhig mal so, als ob wir jetzt nicht von hier sind. Ja, das ist so. Wir haben einen großen Investor, wenn ich jetzt mal nur über den Greifswalder FC spreche. Natürlich werden wir auch attraktiver für andere Firmen und Sponsoren. Kann er vielleicht später noch was dazu sagen? Ah, okay. Ja, und einer alleine ist es nicht. Letztendlich brauchen wir jeden Sponsor, der uns hier unterstützt. Aber ohne einen Großinvestor ist natürlich das auch kaum möglich.
Natürlich ist unser Investor auch breit aufgestellt und jeder Verein hofft, dass das auch immer so bleibt. Das ist klar, weil ohne diese Unterstützung funktioniert es einfach nicht. Aber es ist eben, wie gesagt, nicht nur der eine. Wir brauchen jeden Sponsor, auch hier in Greifswald, dass wir ja auch uns da breiter aufstellen. Ich glaube, wir sind auch ein Stück weit attraktiver geworden. Man merkt es einfach auch hier in dieser Stadt, dass eine große Aufbruchsstimmung ist. Weil wir sind nun mal hier aus dem Osten und die Mannschaften, die jetzt hier zu unseren Heimspielen kommen, das ist einfach auch Tradition. Morgen zum Beispiel kann ich auch gleich ein bisschen Werbung machen, kommt Rot-Weiß Erfurt, die meisten kennen auch. Wir haben Chemnitz hier gehabt, auch Leipzig hier gehabt und dadurch ist diese Liga auch unwahrscheinlich attraktiv geworden für viele. Und wie gesagt, ohne diese Unterstützung der ganzen Sponsoren funktioniert es einfach nicht. Es ist ja, ich glaube nicht, dass, also einige Spieler werden vielleicht arbeiten, aber es ist ja fast schon so semi-professionell oder professionell. Mit welchen Argumenten, wenn es dann um neue Spieler geht, sagen Sie, Sie haben ja die schöne Ostseeluft, schöne Stadt. Mit welchen Argumenten kann man vielleicht den Spieler davon überzeugen, nach Greifswald zu gehen und nicht nach Erfurt oder nach Chemnitz? Ja, wir müssen einfach mit unserer Struktur hier ein bisschen punkten. Das heißt, klar, ich bin jetzt auch ganz ehrlich, wenn wir einen Spieler holen, müssen wir vielleicht 100-200 Euro mehr bezahlen, weil der Standort nach wie vor ein kleiner Nachteil ist, weil viele Spieler, die aus Berlin, Hamburg kommen oder sonst woher, da sind die Städte jetzt nichts gegen Greifswald, aber doch schon ein Stück weit attraktiver. Und dann geht es aber auch darum, dass drumherum, dass der Verein wächst. Das geht, Sie wissen sicherlich auch, dass wir ein neues Stadion planen, dass Fußballer gucken auch extrem darauf, was für Bedingungen habe ich eigentlich, um meinen Sport auszuüben. Da ist natürlich, wenn wir dort ganz moderne Voraussetzungen haben, so wie es jetzt noch nicht da ist, aber wenn man das hat, dann kann man da auch ein Stück weit mitpunkten. Und wie gesagt, das sind so ein paar Sachen, natürlich gucken Spieler, es wäre jetzt ja auch gelogen, das würde mir auch keiner glauben, was kann ich verdienen? Ja, und um in der Regionalliga mitzuhalten und wir wollen nicht nur einfach ein Jahr in dieser Liga spielen, dann muss man eben auch schauen, dass kaum ein Spieler dabei, der jetzt noch arbeitet, aber es muss auch nicht jeder glauben, dass alle jetzt hier 5.000 Euro verdienen, so ist es auch nicht, das ist Gefälle auch riesengroß und dementsprechend muss das nach wie vor auch alles wachsen, denn wie gesagt, wir wollen keine, ja, soll nicht nur ein Durchgang sein oder ein Jahr Regionalliga, sondern wir wollen das auch langfristig aufbauen. Sie sind gleich dran, wir sind gespannt, aber ich würde gerne mit Frau Burmeister über einen immer wichtiger werdenden Aspekt sprechen, das Thema Nachhaltigkeit, gerade in einer Stadt wie Greifswald mit vielen Studierenden, mit einem grünen Oberbürgermeister. Sie sind die Nachhaltigkeitsbeauftragte und man kennt diese Themen, es sind oftmals komplizierte, sperrige Begriffe. Wie übersetzt man das jetzt auf einen Fußballclub, wo es um Emotionen geht, um Teamgedanke? Ist da Platz für diese Themen Nachhaltigkeit und wie wollen Sie diese Themen verankern? Ja, definitiv ist da Platz in dem ganzen Feld. Und zwar glaube ich, dass Sport und Nachhaltigkeit mit eins der besten Teams eigentlich ist. Weil gerade für mich der Anspruch ist immer dabei, dass man hier ganz viele Menschen erreichen kann, die man halt sonst damit nicht kriegt. Also wir leben ja immer hier, gerade in Greifswald sage ich das ganz häufig, in unserer grünen Bubble. Und hier beschäftigen sich ganz viele Menschen schon mit Nachhaltigkeit, mit Klimaneutralität, Klimaschutz, Klimaanpassung und so weiter, den ganzen großen Themen. Und im sportlichen Bereich ist das eben noch nicht so groß angekommen. Also ich habe jetzt vorhin erst gelesen, die DFL hat ja jetzt auch gewisse Richtlinien verabschiedet, dass sie eben auch ihre Nachhaltigkeitsziele mit verankern wollen, so dass es auch um die Lizenzierung geht, also ab 2024. Das heißt, die großen Clubs müssen das auch machen. Und im Endeffekt geht es dann um CO2-Bilanzen, da geht es dann um, wie wollen wir Klimaanpassung machen, wie wollen wir unsere Abfallwirtschaft in unserem Stadion hinbekommen zum Beispiel. Und da haben wir, glaube ich, ganz viele Stellschrauben, die dann eben auch die Fans mit bewegen und die dann eben dort auch Output erzeugen im Sinne des Klimaschutzes und im Sinne der Nachhaltigkeit. Und wie wir das erklären, ist, glaube ich, eine spannende Frage, weil Nachhaltigkeit umfasst ja immer die drei Säulen. Also wir haben immer das Soziale, das Ökologische und das Ökonomische. Und häufig wird es eben mit Klimaschutz, mit Umweltfreundlichkeit übersetzt, also so mit Abfall. Wir wollen Mehrwegbecher zum Beispiel in unserem Stadion irgendwie haben. Oder aber auch mit den sozialen Themen. Und gerade die sozialen Themen, da ist natürlich so ein Sportverein extrem stark schon von Grund auf. Wir haben zum Beispiel Tag des Mädchenfußball bei uns in Greifswald etabliert. Wir haben zwei Frauenmannschaften. Das gibt's bei den großen Clubs nicht mal. Also ich glaube, da können wir hier unten schon richtig viel machen und dann eben langsam mitwachsen mit dem großen Verein und oder mit dem Verein dann größer werden gemeinsam. Und ich denke, das kann zum Beispiel auch eine Überzeugung sein, vielleicht auch Spieler nachher mitzubekommen.
Weil diese Sinnhaftigkeit, die man haben möchte eigentlich mittlerweile, so man spricht von New Work, was wollen die Menschen machen, das kann halt auch was sein, wo man sagt, okay, dem Verein, dem traue ich, dem möchte ich nicht im Greenwashing-Sinne, sondern die erzählen immer ganz viel, sondern hier von ganz unten, die sind nach oben gekommen und die wollen das, die machen das mit einer gewissen Art und Weise, mit einer Basis einfach. Und ich glaube, da können wir jetzt, wenn wir jetzt ansetzen, auch noch groß mitwachsen. Ich habe auch Fußball gespielt, bei weitem nicht so erfolgreich, beim PSV Ribnitz-Damgarten. Ich glaube, hier kennt man das sogar, wenn man das hier erwähnt. Wenn ich es in München erwähne, dann lacht man mich aus, aber hier kennt man das. PSV Ribnitz-Damgarten. Und ich war früher ganz stolz als Torwart, wenn ich ein Adidas-Trikot tragen durfte oder Puma, ja, die großen Marken. Jetzt habe ich mich im Job da ein bisschen näher mit befasst. Und wenn man mal schaut, wie die Näherinnen der Nähe in Bangladesch, in Pakistan, wo das ja alles produziert wird, so ein Trikot teilweise mehr als 80 Euro, 1 Euro bleibt bei der Näherin in Bangladesch hängen. Fair Trade ist noch kein großes Thema. Und wie kann man das vielleicht? Ist der Jugendspieler in der D-Jugend, der zeigt vielleicht den Vogel, der will einen Adidas-Ball, der will keinen fair gehandelten Ball. Wie macht man das? Ach, ich glaube, also wir haben zum Beispiel Fairtrade-Bälle bei uns in der Frauenmannschaft. Ich glaube, das ist auch noch was für andere Mannschaften im Endeffekt. Die Bälle kommen super an, also das ist kein Problem. Die rollen ja auch mal über den Platz, da kickt den auch mal jemand anders. Also auch irgendwie ein Jugendspieler noch mit dabei. Ich glaube, das könnte man etabliert bekommen. Das Problem war jetzt zum Beispiel einfach, die zu bekommen. Es ist kein Markt da. Das ist definitiv ein großes Problem. Es gibt keine richtig fair gehandelten Klamotten. Es gibt keine Bälle. Es sind also im Moment zum Teil nicht lieferbar einfach. Und es ist eine ganz kleine Charge, die überhaupt existiert. Also der Markt muss noch unendlich wachsen. Und ich glaube, der hat Potenzial in den nächsten Jahren. Weil es ist natürlich jetzt einfach ein größeres Thema geworden. Und es wird weiter durch die Decke gehen, da bin ich mir ganz sicher. Und ich denke, wenn der Markt da wächst, können wir dann eben auch dort mit Vorreiter sein. Und denen jetzt die Leute eben unterstützen, also zum Beispiel jetzt mit unseren Fairtrade-Bällen, dass man jetzt eben auch schon die Wirtschaft dahingehend sagt, ey, wir fordern das, wir wollen das, wir möchten das mit euch gehen. Und die waren nicht teurer als andere, also ist einfach so. Haben Sie Fragen oder haben Sie eine Meinung zur Weltmeisterschaft? Ich weiß, am Anfang, der Erste traut sich nicht. Fangen wir gleich mit dem Zweiten an. Wer möchte der Zweite sein? Also, wer meldet sich? Ja, Herr Postert, Sie müssen hier... Oder Sie wollen jetzt schon das Buffet eröffnen, das gilt aber nicht. Das Mikro. Also wer, vielleicht auch ein Sponsor oder ein Trainer, wer möchte was sagen? Ja, okay. Ansonsten habe ich noch ganz viele Fragen auf meinem dicht bedruckten Zettel. Leo, dann vielleicht nochmal die Frage in Zukunft. Wir müssen ja mal über diese WM hinausblicken. Jetzt haben wir 12 Jahre diese Diskussion. Was kann man denn machen, dass sowas sich nicht wiederholt? Oder ist das schon arrogant zu sagen, dass Länder wie Katar die WM nicht haben dürfen? Also was können wir machen, damit sich Weltmeisterschaften wie diese nicht wiederholen? Ja, ich würde da vielleicht auch erstmal einen Schritt zurückgehen. Sollen Länder wie Katar die WM bekommen? Ich finde, das ist vielleicht erstmal eine Frage, die wir da besprechen sollen. Ich finde das auch sehr viel schwieriger zu beantworten, als das auf den ersten Blick scheint. Weil, warum? Erstmal, der Nahe Osten hatte noch nie eine WM. Der Nahe Osten ist komplett fußballverrückt, die arabische Welt. Ich glaube, es gibt eigentlich keine andere Region auf der Welt, die mir einfällt, wo Fußball so krass gesellschaftlich verankert ist, wie in der arabischen Welt, in Ländern wie Ägypten zum Beispiel, auch in Iran. Also auch wenn wir uns jetzt die Protestbewegung aktuell in Iran angucken, dann spielt auch der iranische Fußball da eine große Rolle, auch als politische Kraft, auch als subversive Kraft. Also dass diese Weltregion, Iran ist jetzt kein arabisches Land, aber eben Teil der Weltregion, mal eine WM verdient hat, finde ich, steht für mich absolut außer Frage. Ist Katar dann das richtige Land dafür? Das ist dann wieder eine andere Frage, aber das kann man auch dann aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachten. Einmal ist Katar sicherlich nicht die große Fußballnation in der Region. Hat Katar eine Fußballtradition? Auf jeden Fall. Es ist ein kleines Land, aber die katarische Fußballliga ist im selben Jahr an den Start gegangen wie die Bundesliga 1963, mehrere Jahre vor der Unabhängigkeit Katars überhaupt. Also dass Fußball auch in Katar eine wichtige gesellschaftliche Rolle spielt, ist, glaube ich, klar. Dass es natürlich nicht so ist wie in Deutschland oder in Ägypten, ist dann auch selbsterklärend, wenn man nur 300.000 Staatsbürger hat. Aber das gehört da auch dazu. Dann auch die Frage der Menschenrechte.
Ja, die Menschenrechtssituation in Katar ist alles andere als gut. Das lässt sich nicht beschönigen. Da ist ein Reformprozess ins Rollen gekommen. Wohin der führt, ist offen. Ich glaube, da ist es besonders wichtig, weiter hinzugucken und das nicht alles zu vergessen nach der WM. Aber im regionalen Vergleich steht Katar, warum auch immer, möglicherweise auch wegen der WM, aktuell besser da als zum Beispiel Saudi-Arabien, als die Vereinigten Arabischen Emirate, als andere Länder. Beispiel Pressefreiheit. Katar steht aktuell auf Platz 128 im Ranking von Reporter ohne Grenzen. Das ist schlecht, ist aber im regionalen Vergleich der zweite Platz hinter Tunesien und ungefähr gleich auf mit Griechenland, dem schlechtesten EU-Staat, der auf Platz 118 ist. Das kann man, wenn man das genau betrachtet, auch sagen, was heißt das überhaupt? Was steht da dahinter? Ich glaube, sehr viel von diesen Reformen, die es da gegeben hat, sind performativ. Das heißt, sie sind nach außen gerichtet, nicht nach innen, und kennen auch ihre Grenzen. Und die Grenzen sind das System, die Sicherheit des Herrschaftssystems, also der Emir-Herrschaft. Das ist die Grenze. Und darüber hinaus ist dann einiges auf dem Papier möglich, etwas mehr Freiheit, aber an diesem System an sich wird sich nichts ändern. Die WM wird keinen Demokratieprozess in Katar auslösen. Ich glaube, das ist klar. Und dann ist diese Frage sehr komplex. Und ich glaube, das ist mein Punkt, den ich darüber bringen wollte. So, wer möchte den Anfang machen? Gut, das ist halt die Frage. Also ich glaube, es hat auf jeden Fall was bewirkt. Da ist sehr viel in der katarischen Gesellschaft ins Rollen gekommen. Ich glaube auch, dass die WM für so eine ganze junge Generation von Kataris, die oft dann in Amerika und England ausgebildet worden sind und so langsam den Marsch durch die Institutionen in Katar beginnen, sowas wie so ein Katalysator war, um gesellschaftlichen Wandel auch in Katar durchzusetzen, allerdings eben mit Grenzen. Und jetzt muss man allerdings sagen, dass jetzt so kurz vor der WM die Richtung aus meiner Sicht doch eher in die falsche Richtung zeigt, dass wir jetzt sehen, dass zum Beispiel die Bedingungen für die Berichterstattung während der WM, das haben Sie vielleicht auch gelesen, sehr stark begrenzt ist, also dass zum Beispiel nicht erlaubt ist, bei Bewohnern Katars zu Hause zu filmen, was jetzt die kritische Arbeit mit GastarbeiterInnen beispielsweise fast unmöglich macht, denn wo soll man mit denen filmen, wenn nicht bei ihnen zu Hause? Das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt auch beim Reformprozess so ein bisschen die Befürchtung, dass da möglicherweise, wenn niemand mehr hinguckt nach der WM, einiges auch wieder zurückgedreht wird. Also zum Beispiel ist die Internationale Arbeitsorganisation, ein UN-Body, die ILO, auf Einladung der katarischen Regierung nach Katar gekommen, hat diesen Reformprozess zusammen mit der katarischen Regierung begleitet, umgesetzt. Kann auch dafür kritisiert werden, dass sie da sicher teilweise zu nah dran waren an der Regierung und gar nicht so kritisch, aber das hat trotzdem was bewirkt. Nun haben die einen Vertrag bis, ich glaube, nächstes Jahr, dass sie im Land bleiben können. Ob das nochmal verlängert wird beispielsweise, ist eine total kritische Frage, wo ich sagen würde, da sollte man genau hingucken. Wenn die weiter über die WM hinaus dort bleiben können, wäre das erstmal eine gute Sache. Wenn das nicht der Fall ist, wenn die dann nach der WM heimlich wieder rausgeworfen werden, wäre das eher ein schlechtes Zeichen. Ähnlich auch mit Amnesty International zum Beispiel. Die Kataris reden mit Amnesty, die dürfen oft einreisen, die setzen sich auch zusammen mit Amnesty auf ein Panel und diskutieren Menschenrechte. Ob das nach der WM immer noch so ist, wenn da niemand mehr hinguckt, das müsste man mal abwarten. Sie hatten sich, glaube ich, auch gemeldet, ja? Okay, ja. Los geht's. Das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht, Frau Burmeister, können wir, oder Herr Groß, Sie haben gezuckt. Nein, Sie wollten das Mikro. Frau Burmeister, vielleicht können wir mal das in die Zukunft wenden. Ja, wenn Greifswald eine lange Tradition jetzt auch in einer Höherklassigkeit aufbauen will, wie kann man denn die Spieler für die Zukunft vorbereiten, dass sie eben eine gewisse Verantwortung haben? Kann man das? Also
ich bin ja jetzt keine Spielerberaterin, also im Endeffekt. Oder sie sind, ja. Das auf jeden Fall, also natürlich, und wir bei uns versuchen natürlich schon auch Werte zu vermitteln. Also ich habe ja eine Außenwirkung. Ich als Trainerin sage ja auch, was ich gut finde, was ich schlecht finde und wie ich in meiner Mannschaft irgendwie das Teamgefüge haben möchte oder wie ich auch denke, wie wir vielleicht mit Fairtrade-Bällen spielen oder was anderes und dass ich vielleicht auch Fast Fashion irgendwie aufmerksam mache oder sowas. Und ich finde, das ist ja meine persönliche Meinung und ich denke aber auch, dass wir das als Verein auch nach außen strahlen können. Und wieso sollen wir uns dort komplett wegnehmen? Weil es ist nochmal ein riesengroßer Anteil an Menschen, die Sport machen, nicht nur Fußball spielen, sondern auch andere Sportarten. Es gibt ganz viele Vereine. Und wieso können wir darüber nicht auch unsere Werte verteilen, die der Verein dann eben vertritt? Und ich denke, da haben wir einfach eine große Hebelwirkung und sollten das nicht aufgeben. Also sollten da nicht sagen, das muss getrennt werden. Warum soll es getrennt werden? Also für mich nicht, Sie haben ja gerade auch gesagt, dass eigentlich derjenige, der sich dann engagiert, also jetzt zum Beispiel Toni Kroos oder so, dann super ist. Und genauso, ich erwarte das vielleicht nicht von jedem, aber ich würde es schon schön finden, wenn es jeder machen würde, weil es sind Millionäre, also da oben. Und dann kann man da, glaube ich, schon, und man hat so eine riesige Außenwirkung. Also wenn ich jetzt was poste, ist das was ganz anderes, als wenn Toni Kroos das postet. Und ich glaube, da haben wir dann einfach diese Hebelwirkung und die könnten die Personen dann auch einfach noch mehr nutzen. Ich würde Ihnen das jetzt nicht raten, also ich würde Ihnen schon raten aus meiner persönlichen Sicht, aber ich denke, das könnte viel bewirken einfach, ja. Darf ich vielleicht noch mal kurz nachhaken, wenn dieser Verein jetzt in Wismar gewesen wäre oder in Neubrandenburg? Greifswald ist ja eine Stadt, die vielleicht zum Thema erneuerbare Energien passt. Was erhoffen Sie sich? Welche Effekte erhoffen Sie sich für Ihr Unternehmen vom Erfolg von Greifswald langfristig? Herr Kroos, große Verantwortung haben Sie da jetzt, oder? Ja. Also ich möchte eigentlich, es war jetzt ja genug Werbung, ich möchte eigentlich mal wieder darauf zurückkommen, auf das Thema vorher, Verantwortung der Vereine, Trainer, letztendlich auch für die Entwicklung junger Menschen. Weil ich glaube, wir müssen einfach diese Werte vorleben, das, was wir auch gesagt haben, und dementsprechend auch weitergeben. Wir wissen aber auch, jeder Mensch, ist egal, ob er nun Sportler ist oder sonst wie, kommt aus verschiedenen Verhältnissen. Ich bin jahrelang Trainer gewesen beim FC Hansa Rostock und weiß, dass gerade junge Spieler aus Schichten kommen, die es nicht so einfach haben. Ja, und umso wichtiger ist es einfach, wie gesagt, dass die Vereine diese Werte vermitteln, um letztendlich dort auch mit dem Ziel, dass diese Menschen sich auch in diesen Bereichen entwickeln. Das wirst du nie bei jedem Fußballer schaffen. Ja, ich bin natürlich auch unwahrscheinlich stolz, nicht nur auf das, was Toni sportlich erreicht hat, sondern ich bin unwahrscheinlich stolz, was er auch neben dem Fußball macht, was er gerade auch Kindern gibt, die nicht so letztendlich das Glück haben, vor allen Dingen im gesundheitlichen Bereich. Aber das ist, denke ich mal, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Es sind viele, viele Sportler, die das machen. Und ich denke mal, genau das ist das. Das ist die Strahlkraft, die sie haben, die sie dann natürlich dementsprechend gegenüber normalen Menschen, die jetzt nicht so in den Medien vertreten sind. Und das finde ich einfach klasse, dass das dann letztendlich auch genutzt wird. Wie gesagt, nicht jeder ist gleich, auch nicht jeder Fußballer. Manche Fußballer interessiert das überhaupt nicht. Denen interessiert das nur, oder dass sie der Ferrari in der Garage steht und nicht nur einer, sondern ein paar mehr. Das ist wichtig, dass solche Leute dementsprechend auch was zurückgeben. Weitere Fragen?
Ja, gut, das geht jetzt auch so ein bisschen raus aus der Nahost- oder Regionalexpertise. Das fällt mir auch ein bisschen schwer, was dazu zu sagen. Ich muss sagen, ich finde es persönlich jetzt auch als großer Fußballfan erstmal positiv und gut, dass der Fußball politischer geworden ist. Also ich finde das eine sehr, sehr begrüßenswerte Diskussion, weil ich glaube, dass wir in einer Welt leben, die einfach aufgrund der äußeren Umstände immer politischer werden muss wieder. So, und das bringt nichts, sich da wegzuducken. Ich kann aber natürlich auch verstehen, dass Leute einfach nur in Ruhe Fußball gucken wollen bei einer WM. Da habe ich auch überhaupt nichts gegen. So, also gar kein Vorwurf. Ob dieses Zeichen, also ich finde das erstmal aus einer deutschen Sicht gut. Ich finde das gut, dass sich der DFB da positioniert hat und da vielleicht auch eine Flanke ein bisschen zugemacht hat, die sie vorher offen gelassen haben. Ich finde, sie haben sich in den letzten Jahren eben in vielen gesellschaftlichen Fragen nicht besonders geschickt positioniert. Ich finde schon, dass da jetzt ein Wandel unter Bernd Neuendorf zu erkennen ist. Aus einer katarischen Sicht ist das natürlich wieder eine ganz andere Frage. Und zwar unter anderem auch dadurch, dass wenn man jetzt quasi mit Personen aus der LGBTQI-Community in Katar spricht, dass die ein bisschen Angst davor haben, da instrumentalisiert zu werden durch so eine sehr nach außen gekehrte Unterstützung aus dem Ausland, die dann im Umkehrschluss wieder dazu führen könnte, dass sich eigentlich die Bedingungen für die Community vor Ort verschärfen. Will ich jetzt nur als so einen Gedankenanstoß mit reinbringen. Ja, wenn ich weitermachen darf, ich guck mal rüber, ja. Was mir dabei gerade in den Sinn kam, was ist denn der Unterschied zwischen dieser Armbinde und was ist der Unterschied zwischen riesig auf der Brust, Katar Airwaves, überall Werbung, hier und da, wir machen, keine Ahnung, wir trinken alle da das Störtebeker Bier, wir trinken da das Lübzerpilz, wir trinken hier das, also steht überall Werbung drauf, wir spielen in der Allianz Arena, wir benennen jedes Stadion mittlerweile um, es wird alles gekauft. Was ist der Unterschied, wenn wir sowas machen, also wo wir sagen, okay, das ist jetzt was Politisches dann, wir setzen uns für das und das ein. Ist das andere nicht genauso ein Branding auf eine gewisse Art und Weise? Also werden wir da nicht genauso gesteuert und können wir da nicht genauso von abgehen, ja, wir wollen nur Fußball gucken, ich will auch nicht dauerhaft an meinen Flug erinnert werden? Fragezeichen. Herr Groß, wenn wir das vielleicht nochmal runterbrechen, wenn Sie jetzt Trainer sind und da kommt jetzt jemand von außen und sagt, zeigt mal das, zeigt mal das, zeigt mal das. Würden Sie das von Ihren Spielern lieber fernhalten oder sind Sie für politische Botschaften offen? Ja, offen auf jeden Fall. Aber eine Mannschaft besteht nicht nur aus einem Spieler und jeder sollte sich auch seine eigenen Gedanken machen. Und da werden dann sicherlich auch unterschiedliche Meinungen dort vorherrschen. Und dementsprechend kann man dann vielleicht in der Mannschaft darüber diskutieren, was im Allgemeinen gut ist. Unterm Strich ist es so, als Trainer, wenn ich jetzt für einen Verband arbeite, dann sagt, die sollen die Binde umbinden, dann muss ich sie umbinden. Ja, aber darum geht's ja nicht. Es ist wirklich eine Sache, die kann man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und jeder Spieler sollte auch wirklich seine persönliche Meinung haben. Und die wird dann vielleicht auch unterschiedlich sein. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nur einfach aus auch, ne, wenn man mit Mannschaft trainiert, dann haben nicht alle immer die gleiche Meinung. Ich wurde ja auch gebeten, meine Meinung, Entschuldigung, bei diesen symbolischen Debatten, ich finde, sie kosten sehr viel Energie. Auch letztes Jahr bei dieser Regenbogen-Diskussion in München. Es kostet einfach so viel Energie und es bestimmt denn die Medien über so viele Tage und dahinter wird eigentlich nicht wirklich über den Inhalt gesprochen, ja. Also deswegen, das stört mich daran. Also das führt nicht dazu, dass sich Menschen darüber Gedanken machen, wer wie genau wird eigentlich in Katar diskriminiert, sondern wir diskutieren, ob das jetzt die richtige Regenbogenflagge ist oder nur eine abgewandelte, ist das so schlimm. Also es ist dann wieder so eine Schuldzuweisung. Man möchte jemanden vorführen. Symbole sind toll, ja, aber sie können natürlich nicht das Einzige sein. Deswegen diese Empörungskultur, mich zumindest, stört das ein bisschen, wenn es nicht ernsthaft unterfüttert wird mit inhaltlichen Auseinandersetzungen. Ja. Darf ich anfangen? Nein, ich glaube, also ist mein Gefühl, dass das noch nie so extrem war im Vorfeld einer WM, wie es diesmal ist. Das war, glaube ich, in Brasilien nicht der Fall, in Südafrika. Sicherlich gab es auch immer
irgendwelche Themen, das ist auch klar, aber ich glaube, dass das so extrem, also so kommt es mir vor, noch nicht war. Aber die Zeit hat sich auch unwahrscheinlich geändert. Der mediale Aspekt, den darf man nicht vergessen, das wird immer mehr. Und das spielt eben auch eine große Rolle. Das war ja auch das Thema, wie wird das dann auch aufgebauscht mit dieser Armbinde an sich. Ne? Und das wird heutzutage viel mehr zum Thema gemacht, wie es noch vielleicht vor 10 oder 8 Jahren waren. Das ist so zumindest mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja. Ach, jetzt bin ich dran. wie ich euch in den Arsch treten kann, ist finde ich ein schöner Titel eigentlich so. ich habe natürlich schon so ein paar Ideen, was wir machen könnten im Verein, und ich denke, das können wir einfach gemeinsam auch dann nochmal weiter besprechen. Es ist ja auch schon ein bisschen was passiert. Wir nehmen ja jedes Jahr am Stadtradeln teil. Wir haben Fairtrade-Kaffee bei uns im Merchandise zum Beispiel. Also gerade zum Beispiel Merchandise-Beschaffung, Fairtrade-Bälle, Fairtrade-Klamotten, recycelbare Klamotten sind definitiv ein Thema, was man mittlerweile schon angehen kann und wo man einfach gucken muss, wo sind die Grenzen. Wirtschaftlich, aber auch natürlich zum Teil an Akzeptanz, wenn ich jetzt davon rede, die vegetarische Bratwurst einzuführen zum Beispiel, um das mal provokativ zu sagen. Vielleicht dann auch noch irgendwie sowas, was wir zu Fast Fashion hatten. Das ist ja nicht nur eine Sache, dass wir recycelbare Plastik dann zum Beispiel, also für unsere Trikots haben wollen, sondern es ist auch eine Sache, dass wir das wiederverwenden. Also warum nicht zum Beispiel auch einen Flohmarkt bei uns machen im Stadion und zu sagen, okay, alle Kiddies, bringt doch eure 10. Trikot mit. Weil wir haben alle ganz viele von allen möglichen Sachen, wo wir rausgewachsen sind vielleicht irgendwann mal, auch im älteren Alter, oder eben auch bei den Kindern einfach, wo sie natürlich ganz normal rauswachsen, wo sie den Verein vielleicht gar nicht mehr cool finden oder sowas. Warum können wir da nicht eine Tauschbörse machen? Warum muss es immer wieder das neue Shirt sein? Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Aktionen. Ich habe da auf jeden Fall ein Portfolio, ein Blumenstrauß, wie man so schön sagt, in der Hinterhand, und ich würde mich da gerne noch mehr mit einbringen. Also gar kein Ding, auf jeden Fall sehr gerne. Ihnen jetzt die Zusage entlocken, dass Sie alles durchsetzen wollen, vor allen Leuten, vor so vielen Zeugen. Aber nein, das machen wir nicht. Leo, die letzte Frage an dich. Also mit VW, gute Frage. Ich kann dazu leider gar nichts sagen, aus dem Grund, weil mein Co-Autor Robert und ich, wir haben auch eine Serie Katar Talks, wo wir so ähnliche Veranstaltungen in unterschiedlichen Städten in Deutschland machen. Und da wollten wir auch nach Wolfsburg, hatten da auch eine Zusage von Wolfsburg, die wurde dann wieder zurückgezogen. Und da war wohl doch kein Gespräch über Katar erwünscht. Deswegen dazu. Und ansonsten hat mich das irgendwie so ein bisschen erinnert an den Fall von dem Sportartikelhersteller Hummel, der jetzt auch neulich sich sehr lautstark gegen die WM ausgesprochen hat. Und dann kam aber heraus, dass sie halt mehrere Teams in der katarischen Liga sponsern. Also so sollte man es dann vielleicht auch nicht machen. Und ich muss sagen, ich verurteile jetzt Hummels auch nicht dafür, in Katar Teams sponsern. Aber wenn man das macht, dann sollte man vielleicht nicht irgendwie dann laut irgendwie in der Öffentlichkeit die WM kritisieren. Burmeister, ich gebe gleich das Mikrofon an Sie. Ich habe vor kurzem eine Konferenz moderiert, da ging es um Sportartikelhersteller und da ging es um die EM 2024. Und es gibt ja schon einige größere Städte, die haben die Verordnung, dass sich Mitarbeiter nur fair gehandelte Klamotten, das also Feuerwehrleute, Menschen, die Polizei, die haben schon fair gehandelte Klamotten. Jetzt kommt aber der große, wichtige Sponsor Adidas und der will natürlich mehrere tausend Volunteers in diesen Städten einkleiden. Muss er auch, ist ein wichtiger Sponsor der UEFA. Jetzt ringen die Städte mit dem DFB, mit der UEFA, und das ist auch bei uns in Deutschland ein Problem, oder? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Venue Dressing, ja, dass es diese großen Plakate an Häuserwänden gibt, die extrem viel Müll produzieren, aber natürlich auch cool sind, wenn Ronaldo von einer riesigen Plakatwand strahlt. Toni Kroos früher mal, ja. Aber kostet extrem viel Plastik, ja. Und diese Debatten werden jetzt in Deutschland geführt. Nicht ganz so schlimm wie sterbende Arbeitsmigranten, aber auch Debatten. Frau Burmeister, die EM 2024, kann ganz Deutschland das vielleicht nochmal hochheben? Ja, also ich glaube schon, dass, ich glaube auch, es gibt es wurde jetzt erst die Klimaschutzstrategie dazu geschrieben, also zu dieser ganzen, zu der EM.
Und also wie soll das Konzept aussehen? Wie wollen die klimaneutral sein bei dieser Großveranstaltung? Es sind jetzt auch schon mehrere andere Großveranstaltungen immer, die eben auch diesen Anspruch dann haben. Also ich glaube, in der Richtung sind es Anfänge. Und es kann dazu führen, dass es einfach auch noch mehr, dass sich alle noch ein bisschen mehr anstrengen, würde ich mal sagen. Und da vielleicht dann auch kleinere Vereine sozusagen auf die günstigeren Preise zum Beispiel wieder da aufspringen können. Also ich sehe das als eine große Chance für uns in Deutschland, da auch mehr zu tun. Und ich glaube, über Menschenrechte brauchen wir im besten Falle dann nicht reden. Mir geht es dann vor allem um Nachhaltigkeit und Klimaschutz und soziale Aspekte dann eben auch, ja. Herr Groß, glauben Sie, dass man dieses Gefühl von 2006, dass man das nochmal wiederholen kann, dass 2024 auch dazu führt, dass Jungen und Mädchen mit dem Fußball beginnen? Ja, ich denke, das ist immer wieder möglich, weil letztendlich eine Großveranstaltung in einem Land, das hat es ja gezeigt, dass das viel bewirken kann. Sicherlich ist es auch immer ein bisschen erfolgsabhängig. Ne? Man sieht ja, 2006 war die deutsche Mannschaft erfolgreich, was 2014 los war. Das sieht man schon, ein bisschen abhängig ist es sicherlich auch immer von dem sportlichen Erfolg. Was man natürlich drumherum machen kann, da stimme ich natürlich auch zu. Wichtig wird auch sein, dass dann nach so einem großen Ereignis, wir haben es ja auch gesagt in Katar, dass dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit da ist, dass dann nicht nach so einer großen Veranstaltung letztendlich alles wieder zum Alten zurückkehrt, weil es wird auch immer nach wie vor große Filme geben, die gegen gewisse Sachen dann auch sind, weil es geht da auch um viel Geld. Ja, und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass so ein großes Ereignis einmal aus rein sportlicher Sicht, aber eben auch der Fußball an sich, so wie es ja auch die deutsche Frauennationalmannschaft jetzt gezeigt hat, was das für eine Wirkung hat, alleine wenn dieser sportliche Erfolg da ist. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen hätten, wenn sie in der Gruppenphase ausgeschieden wären. Ne? Also ich bin absolut stolz, dass das so passiert ist und dass viele dann in Deutschland auch wach geworden sind. Ich muss auch ehrlich gestehen, zum Anfang war ich nie ein großer Freund des Frauenfußballs. Ne? Ich möchte auch ehrlich bleiben, aber selbst mich hat es dann irgendwo auch vom Fernseher gezogen und ich habe gesagt, jetzt guckst du dir das Spiel an. Also ich habe mir jetzt nicht gleich das Gruppenspiel, aber umso weiter es ging, umso mehr habe ich dort auch interessiert, das verfolgt und das finde ich einfach nur auch super, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da kriegt der normale Fan jetzt erstmal auch gar nicht so viel davon mit. Man muss sagen, dass die meisten Construction, also Arbeiter auf Baustellen ja jetzt auch zurückgeschickt werden. Die werden während der WM gar nicht da sein. Aber das ist eine große Fußballbegeisterung in Katar und auch unter den zahlreichen Gastarbeitern in Katar gibt das ja völlig klar. Auch wenn man jetzt da irgendwie zu Ligaspielen geht, dann sind die oft die Leute, die dann da tatsächlich vor Ort sind, irgendwie ghanaische Gastarbeiter, die sich dann Andrew Ayew zum Beispiel, Nationalspieler von Ghana, der in der katarischen Liga spielt, angucken wollen. Manchmal werden sie dafür auch bezahlt, muss man auch sagen, aber da gibt es schon große Begeisterung. Und ich glaube, da würde ich dich eigentlich auch ganz gerne wieder reinholen. Du warst ja bei der Generalprobe beim Arab Cup, der jetzt letztes Jahr im Dezember stattgefunden hat, auch vor Ort, wo die ganzen Fans auch aus der arabischen Welt vor allen Dingen da waren, aus Algerien, aus Ägypten. Gut, die beiden sind jetzt nicht qualifiziert, aber Tunesien beispielsweise. Wie war denn die Stimmung da? Ja, ich muss sagen, dass ich ja diese WM bewusst genutzt habe, weil ich immer mal mehr erfahren wollte über den Nahen und Mittleren Osten. Das habe ich vor 4 Jahren nach der WM in Russland gesagt, so das ist jetzt die WM, wo die Chance besteht. Und dann war ich in Katar 3-mal, in den Emiraten, Ägypten, Oman und ja, es ist anders. Die singen anders, die feiern anders, aber die sind alle fußballbegeistert. Mo Salah ist der große Held. Und der Arab Cup, die Generalprobe, ein Jahr vor der WM, das war spannend. Da waren 10.000 Ägypter, Algerier und das zeigt sich auch jetzt, wo Tickets verkauft wurden. Es werden viele, viele Fans aus den Nachbarstaaten kommen. Ja, das ist eine andere Fußballkultur. Die ist anders, die muss nicht schlechter sein und sie muss nicht besser sein. Die Deutschen werden sicherlich ein bisschen abgeschreckt sein, so wie vor der WM in Russland. Da war ich in St. Petersburg und habe relativ wenig deutsche Fans gesehen, weil die ganze Debatte hat sie schon sehr, sehr beeinflusst. Aber es gibt ja auch in Katar 40.000 US-Amerikaner, 20.000 Briten, zehntausende hochqualifizierte Algerier, Marokkaner, Tunesier, Ärzte, Ingenieure, die ja auch in Katar gutes Geld verdienen. Die werden Stimmung
in die Stadien bringen. Ja, es wird eine andere WM. Vielleicht wird es keine großen Gruppen an Engländern, an Holländern geben. Aber das ist eine Weltmeisterschaft. Das ist keine Europameisterschaft. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass tatsächlich auch relativ viele Engländer auch da sein werden. Also was man jetzt so hört aus Dubai zum Beispiel, da werden dann ja auch die Fans eingeflogen, auch die Deutsche. Die Fangruppen sind ja in Dubai dann stationiert. Das muss man ja auch sagen, dass da auch die Millionen letztendlich Experts aus Saudi-Arabien, aus den Emiraten und so weiter, da auch mit bei dieser WM mischen werden. Und ein anderer Aspekt, der bisher noch gar nicht erwähnt worden ist, Südamerika. Also Katar hat eine sehr enge Beziehung im Fußballerischen mit Brasilien, weil die nämlich mal quasi einen brasilianischen Coach hatten, der den Fußball in Katar in den 70er Jahren aufgebaut hat, der jetzt auch als Ehrengast eingeflogen wird. Und es gibt auch relativ viele brasilianische Gastarbeiter in Katar. Und da läuft es wohl auch ziemlich rund, was den Vorverkauf angeht. Also wenn Brasilien die WM gewinnen würde, dann ist das fast ein Heimspiel, glaube ich, für die. Vielleicht mal den Prozess, haben Sie sich denn, Sie klingen ja, dass Sie sich auf Katar ein bisschen eingelassen haben. Wie war denn Ihr Prozess? Ja. Also da kam die WM in Katar und dann haben Sie gelesen oder Dokumentation geschaut. Wie haben Sie sich auf dieses Land eingelassen? Deswegen meine erste Frage, hat es ein bisschen was bewirkt? Nochmal, natürlich war es Mist, das dorthin zu geben, aber es ist gekauft worden. Ich würde gerne, wie Sie sich darauf eingelassen haben. Das fände ich spannend. Also wie Sie das. Ich habe selten Fans gesehen, getroffen, die da wirklich hinreisen. Deswegen würde ich gerne mal den Weg von Ihnen hören, wie Sie sich darauf eingelassen haben. Ich bin Fußballfan. Ich will dorthin, will den Fußball dort sehen. Weiß, dass wir in Russland super Zeit hatten, richtig tolle Stimmung, auch mit den Schweden in Sochi. Kasan mit Korea war nicht ganz so toll. Dann nachher jedenfalls der Abend danach. Aber ich will dorthin und für mich stand es von vornherein fest, dass ich hinfliege, auf jeden Fall. Und nur die Frage, wie es geht. Und da nochmal, es ging nicht nach Katar, weil die FIFA komplett die Hand drauf hat. Ich habe ein Ticket für mich gekauft. Ich hätte wirklich nur ein Einzelzimmer oder eine Unterkunft immer buchen können. Wir sind ein paar Leute, die wir uns mittlerweile kennen, vom Fanclub Nationalmannschaft. Du hättest nicht zusammen buchen können, weil das ging nicht. Ne, in Moskau hatten wir zusammen ein komplettes Hotel, was denn für uns dort war. Der Fanclub hat es ein bisschen spät jetzt auch in Dubai organisiert, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich schon was anderes dann, weil du musst ja irgendwann mal anfangen damit sozusagen. Aber nochmal, du willst dorthin, du willst den Fußball gucken und versuchst klarzukommen, dass da Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Das ist unbestritten, gibt's in anderen Ländern aber auch. Also diese Geschichte, wenn wir vorhin hatten, Südafrika, Brasilien, Russland, diese mediale Macht jetzt komplett gegen Katar zu wettern und Stimmung zu machen bis zum geht nicht mehr, die hast du ja vor 4 Jahren, vor 8 Jahren noch nicht gehabt. Das verselbstständigt sich jetzt gerade. Ne? Wenn ich denn hier höre, ich gucke kein Deutschlandspiel. Ja, so what, dann ist es halt so. Ne? Also ist jetzt wirklich die Frage, ob dann zu Hause nicht wirklich der Fernseher trotzdem angemacht wird. Also bei aller Liebe. Ihre Beitragsgebühren sind trotzdem an die FIFA gegangen, ob sie wollen oder nicht. ARD und ZDF haben 200 Millionen Euro gezahlt, auch wenn sie den Fernseher auslassen. Eben. Ne? Und warum sollen wir denn nicht unsere Mannschaft unterstützen? Ich hoffe jedenfalls, sind kleinere Stadien, wir werden zu hören sein, ein bisschen mehr in den kleineren Stadien und dann ist okay. Sie können sich weiter informieren mit dem Buch So eine WM gab es noch nie von Leo Bigger und Robert Chatterjee. Katar, also viele Informationen auch über den Nahen und Mittleren Osten. Wir wünschen dem Greifswalder Fußballclub viel Erfolg auf dem Weg in die Bundesliga. Wir zählen auf Sie. 3 Jahre brauchen Sie mindestens, vielleicht ein bisschen länger. Und Frau Burmeister, wir sind gespannt. Wir haben es gehört heute, alle haben zugesagt. Ihre Ideen werden zeitnah umgesetzt. Wir sind bald wieder hier und schauen, ob das wirklich geklappt hat. Wir bedanken uns bei dem Brauhaus und bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und wir bleiben alle noch hier. Wir können alle noch weiter diskutieren und jetzt die richtig interessanten Fragen stellen. Das Buffet finden Sie versteckt hinter der Ecke. Sieht sehr lecker aus, riecht auch so und sagen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und danke für unsere Gäste.
Alles Gute.